Dann schauen wir uns nur die wesentlichen Boots an. Wir starten bei den Kinderboots. Das ist der Chrome Boar. Der Boot ist halt wirklich ganz simpel gemacht für Kids, auch selber zum Bedienen mit dem Boar. Einfach drücken und drehen, einsteigen, easy, der ist wach, wirklich für die Kids, man darf nicht vergessen, die haben da nun keine Kraft so in die Füße. Das ist wirklich ein schöner, weicher Boot, mit dem die Kids nicht nur gern snowboarden, sondern auch gerne im Schnee spielen. Und was super spannend ist bei dem Boot, wollte ich auch erwähnen, das ist dieses Room to Grow. Ihr seht bei der Einlagesohle, da vorne ist ein Koppen drauf. Das heißt, wenn das Kind jetzt irgendwann ansteht, kann ich die Koppen vorne abtrennen und die Einlagesohle wieder reinlegen. Oder ich tue die Einlagesohle im zweiten bzw. dritten Schritt dann überhaupt aus und kann den Boot entsprechend mitwachsen lassen. Was ganz cool ist, jetzt erstmalig in der neuen Range, es sind die Chrome-Produkte immer gleich betitelt. Ihr habt so einen Chrome Boot, ihr wisst dann im Verkauf, ihr braucht die Chrome-Bindung dazu und ihr nehmt ein Chrome Board dazu. Dann gibt es den Single Board für die Kids. Der ist natürlich schon ein bisschen kompakter, der ist auch schon für die etwas älteren Kinder, Jugendlichen. Der geht auf bis Schuhgröße 40. Cooler Single-Bohr-Schuh, aber auch nicht zart. Wir haben eigentlich sogar bei den Kinderschuhen schon richtig geile, hochwertige Sohlen drin. Und das unterscheidet uns von sehr vielen anderen Firmen da draußen, die, ja, irgendwas eigentlich. Aber das ist echt cool bei Burton, die geile Einlagesohlen. Und natürlich muss man erwähnen, bei allen Boa-Boots verwenden wir diese Dyneema-Leine von New England Rocks. Das haben wir ja jetzt schon vor 6 Jahren mit Boa gemeinsam entwickelt, das System. Wir haben es jahrelang exklusiv gehabt. Die Leine läuft super in den Keuler, hält mehr aus wie ein Drahtseil, weil es auch nicht so anfällig ist. Also wenn es einmal ein bisschen eingerissen ist, ist das nicht tragisch. Ich kann den Keuler nach wie vor drehen. Wenn er Drahtseil einmal einen leichten Schnitt hat, ne, dann ist er erledigt, dann muss ich gleich das Drahtseil auswechseln. Also ich habe da ein langlebigeres Produkt, das auch da für diese Kanäle bei den Boots nicht so aggressiv ist wie das Drahtseil. Und ich kriege dadurch ein feineres Boot-Feeling, weil es auch nicht so starr sich anfühlt wie das Drahtseil. Also ich glaube, dass das ein riesen Vorteil ist von den Burton Boa Boots, diese New England Ropes. Mit dem Boa-Keuler. Das ist bei allen Burton Boots dann gleich, auch bei den Erwachsenen. Dann gehen wir gleich weiter zu den Damenboots. Da kommt der Limelight neu daher als Double Boa Boot. Bis dato war der Limelight ja ein Single Boa Boot, zwar mit dem Sequence Lacing, also mit der Sequence Fädeltechnik, wo auch als Single Boa der Boot unten sich zugeschnürt hat, durch diese spezielle Fädeltechnik. Jetzt ist es aber ein Double Boa Boot und das ist halt geil, weil du brauchst meiner Meinung nach einfach die Boots mit so einer Zonenlösung. Also ein Einsteiger empfehle ich schon immer wieder ein Boot mit so einer Zonenlösung, außer der Kunde will einfach kein Geld ausgeben, dann bleibt er halt bei einer Single Boa Variante. Aber ansonsten ist es einfach wichtig, dass man am unteren Bereich separat vom oberen Bereich schnüren kann. Wir haben alle Boa Boots bei Damen und Herren beim Frontkeuler mit dem neuen H4-Keuler ausgestattet. Der Draht ist super schön, rollt schneller auf, läuft alles schöner in den Keuler und auch da ist diese super hochwertige Einlagesohle drinnen und ihr seht natürlich bei dem Boot auch schon, dass er eine separate Innenschnürung hat, die nicht am Innenschnürch befestigt ist, sondern wirklich im Außenschnürch sitzt. So schaut das da aus und da kann ich mich echt perfekt
einschnallen. Und da sieht man auch, das ist der Imprint Zweiliner mit der Verstärkung schon im Bereich, also da mehr Response gibt. Heat Moldable, bitte nicht vergessen, alle Burton Boots, ausgenommen die Kinderboots, sind aufheizbar. Also wenn ihr einen Kunden habt, den manchmal irgendwas ein bisschen druckt, haut es einem Boot in den Ofen rein, passen an, das ist immer gut. Ist eine Serviceleistung, eine extra Serviceleistung. Man bindet den Kunden nur ein bisschen länger ans Geschäft, er kann sich noch ein bisschen umschauen, probiert möglich die Boots, der Boot wird schön warm, formt sich an. Also das Aufheizen ist meine irgendwo ein cooles Feature einfach eine Serviceleistung und irgendwo zeigt es auch Kompetenz, wenn man sagt, hey, weißt du was, jetzt passe ich da nur ein Boot an. Das ist ein cooles Feature. Alle Burton Boots lassen sich aufheizen. Das war der Limelight, dann schauen wir zum Supreme. Der Supreme ist der Boot jetzt für die Mädels, die wirklich maximal einen Boot wollen, die sie von einem Boot recht viel erwarten. Es ist ein kompakter Schurch, also jetzt ist der Schurch offen, da geht nicht viel, da kann ich drucken. Der ist härter als der Limelight, klarerweise, aber es ist eine Zweitschalenlösung, also er ist nicht zu hart. Er hat dadurch ein schönes Flexverhalten auch noch. Ist echt cool, der Supreme. Und da seht ihr, schauen wir mal den Innenschutz da raus. Da seht ihr dann schon, das ist der Lifeliner. Also das ist dann definitiv nur mal ein Upgrade zu diesem Liner. Der ist aus einem steiferen Material. Der ist da im Fersenbereich zusätzlich verstärkt, auch entsprechend eingewölbt. Man hat da nur mal eine bessere Einlogesohle herinnen wie beim Limelight. Und vor allem hat er da diese Buckteile oben, die ihr da seht, diese schwarzen. Wenn man die reibt, gehen die Wärme ab. Das ist ganz gut, speziell für die Mädels, die kalte Füße haben. Also der Boot, durch Reibung wird das schön warm. Das macht echt Sinn. Und jetzt zeige ich euch da noch eine Kleinigkeit, die echt spannend ist. Das ist vielleicht schwarz und darstellen. Jetzt kommen wir mal da schön rum, dass man das sieht in der Kamera. Ihr seht, da hat der Boot einen Klettverschluss herinnen. Und da könnte man die sogenannten J-Bars einkleben. Vielleicht habt ihr schon mal wieder gesehen, die sind von Burton, diese, ich sage gerne Schmetterlinge dazu, diese gelben oder Bananen, diese gelben Bananen, die man einbieten kann. Die gibt es in unterschiedlichen Größen für Mädels, die beklagen, dass sie keinen Fersenhalt haben, kann ich diese J-Bars da wirklich exakt positionieren und da kriege ich den vollen Druck dann auf die Achillessehne hinten auf im Fersenbereich und dann stehe ich da bombig drinnen. Ich tue mir diese J-Bars bei meinen Boots auch immer rein, weil es ist wirklich ein super Upgrade für jeden Boot. Und wenn ein Boot einmal ausgeleiert ist und ich keinen Fersenhalt mehr habe, kann ich im Nachgang die J-Bars einbieten und der Boot fühlt sich dann fast wieder an wie neu. Das ist echt ein cooles Feature. Wer keine J-Bars hat, bitte einfach bei mir melden. Ich schicke euch gerne ein paar J-Bars zu, weil das ist auch wieder so ein Zeichen von Kompetenz, dass ihr wisst, dass man in die hochwertigen Burton Boots die J-Bars reintun kann. Beim Limelight geht das so nicht, aber beim Supreme natürlich schon. Das ist echt ein geiler Schurch. Und da mit der Speedzone-Schnürung. Also auch da habt ihr einen oberen Bereich und einen unteren Bereich getrennt voneinander zum Schnüren. Einfach die Griff nehmen und anziehen. Oben, unten, Fuß ein bisschen mitbewegen, anziehen. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von Speedzone. Dann kommen wir zum Flagship Ion bei den Männern. Ein Ion gibt es jetzt schon irrsinnig lange in der Range. Das ist ein Boot, der ist für mich, so wie das Burton Custom, einfach
bekannt, den kennt man, den fahren viel, den fahren sogar die, die sich mit Burton gar nicht identifizieren können. Sie wissen halt einfach, der Iron ist ein grundsolider, steifer Bog. Der passt zu einem Custom dazu, mit dem kann ich weit springen, mit dem kann ich Gas geben, mit dem kann ich kaufen. Es ist echt ein geiler Schuh, der alle Stickel spült. Kurz Speedzone, wie funktioniert das? Klemme nach vorne lösen, also die Schnur aus der Klemme lösen, schauen, dass die Schnüren nach vorne hängen, dann habt ihr da die Schlaufen, ihr zieht die einfach an und dann ist der Boot oben und unten geöffnet und ich kann den aufziehen. Schauen wir da kurz rein in den Boot. Das ist der Lifeliner von den Herren, da mit der Verstärkung. Auch da habt ihr das Muster erinnern, der Boot kratzt sich auf. Auch da ist die gute Einlagesohle drinnen. Das macht richtig Sinn, der Innenschuh. Natürlich entsprechend aufheizbar auch bei dem Schuh und auch da wieder tauglich für die J-Bars, also für die Bananen, über die wir vorher geredet haben, fürs individuelle Anpassen vom Boot. Echt wichtig. Da die Kordplastikzone, dass der Boot einfach steif ist. Also das ist schon ein rechter steifer Schuh. Drüber gebe ich es nur noch den Driver X, der dann wirklich on top ist. Aber den Driver X, den sehe ich so ein bisschen wie das Custom X. Der ist wirklich für die letzten 10% der guten Rider da. Der Iron, das ist der Bog, den 80-90% der guten Rider bevorzugen. Was super spannend ist bei den Burton-Schuhen, achtet einmal auf die Sohlenlänge, weil Sohlenlänge ist ja immer ein Riesenthema. Wie weit ich dann schlussendlich über das Board drüber stehe beim Kaufen. Und da kann ich eins garantieren, dass Burton mitunter die kürzesten Sohlenlängen hat, die es am Markt gibt. Echt spannend, wenn man das jetzt vergleicht mit vielen anderen Boots, wo man dann denkt, okay, da passt man dann einer und da passt man dann einer. Ich nenne jetzt keine anderen Firmen und stelle dann fest, dass der Burton Boot um 1 bis 1,5 cm von der Sohlenlänge her kürzer ist. Ihr kriegt es auch noch im Laden von Burton den Ruler Double Bore Schuh. Das ist ein Schuh im mittleren Preissegment vergleichbar wie mit dem Limelight Bore für die Mädels. Schöner 2-Zonen Double Bore Schuh im mittleren Preisbereich, weil man den da einfach braucht. Das wird sicher einer von den gefragtesten Schuhe sehr heuer bei euch. So weit, so gut. Kurzer Überblick über die Boot Range. Es ist natürlich wichtig, dass der Boot dem Kunden passt. Sagt bitte die Leute, gib dem Boot eine Chance. Viele Leute steigen oft in die Boots rein und wissen nach einer Sekunde schon, passt oder passt man nicht. Das ist ein falscher Ansatz. Sagt die Leute, hey, warte mal. Gib dem Boot eine Chance. Vielleicht kommt er gerade aus dem kalten Lager raus, oder Boot. Boot braucht Zeit, bis das sich anformt. Dem muss man eigentlich 10 bis 15 Minuten Zeit geben. Man muss da einsteigen und man wird feststellen, hey, boah, nach 10 Minuten, wenn er Temperatur hat, der Boot, und sich ein bisschen angepasst hat, der Innenschuh auf dem jeweiligen Fuß, wird man merken, boah, jetzt ist er geil, jetzt taugt er mal. Vielleicht haue ich hinten nur die J-Bars rein, wenn ich mag. Und dann kann ich den Boot richtig perfekt customizen. Bei Burton. Achtet auch bitte darauf, dass die Leute die Schuhe in der richtigen Größe kaufen, weil viele glauben, sie müssen so einen Schuh kaufen wie einen Laufschuh mit 10 Freiheit. Das ist bitte nicht der Fall. Ein Snowboard-Boot, der muss eng kompakt sitzen. Wenn ich halt da stehe, normal, dann darf ich merken, wo das Ende von dem Boot ist. Das darf ich spüren, muss ich spüren. Soll ich natürlich nicht so drinnen stehen? Aber auf keinen Fall brauche ich 10 Freiheit in einem Snowboard-Boot. Ein Boot wird nach ein paar Mal fahren ein bisschen erweitern. Und nur wenn ihr beim Anprobieren einen Schuh habt, wo ihr merkt, wo das Ende ist, wo ich schon mal angenehm drinnen steht, dann weiß ich, dass mir der Boot in weiterer Folge auch wirklich passen wird. Also weist die Leute bitte darauf hin, dass die Boots eng kompakt sitzen sollen.